Und hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Minecraft 100 Days. So wie es im Moment aussieht, brechen wir gleich den nächsten Tag an und ja, es regnet da, jetzt geht's los. Tag Nummer 8, endlich hat es aufgehört zu regnen und jetzt kommt anscheinend... Und jetzt wird es wohl nicht so schwierig sein. Das musst du dich nur ein bisschen merken. Schweine sind also Creepers, also die muss man ausnehmen. Und Creepers sind Schweine. Okay, das ist natürlich ganz simple Mod. Die Maus, das ist nix. Warum die Steine so aussehen? Merkwürdig. Ich will wissen, was... warum das da! Ist. Die Creepers, die sind keine Schweine, die krabbeln nur, die Creepers. Die haben mich attackiert. Die Creepers gehen kaputt, aber die haben halt die Schweinstruktur. Also, die gehen auf vier Füße. Aua, das hat wehgetan. Doch. Das ist nicht ernst, oder? Doch. Die Schweine, die müssen dann auf zwei, auf vier Dinger da gerade laufen. Doch. Ich suche mir jetzt ein Schwein. Da ist schon wieder ein Creeper. Der kommt wie ein Schwein auf mich zu. Aua! Was ist das für ein Scheiß? Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Sieht ja lustig aus. Unglaublich, sowas. Ich laufe am Weg Creeper, oder wie? Samantha? Ja? Hast du nicht was vergessen? Was denn? Deine Brustplatte. Das bedeutet nichts. McGarve ist immer noch auf der Suche nach die Kristalle. Ich hab ja auch da kommt Creeper, da schon wieder. Ist aber nichts. Gut. Was ist das? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir Creeper-Schob. Wir haben Creeper-Fleisch. Oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Soll ich das mal essen? Gib mal her. Oder hier, ja, hier, komm her, dann ess du. Hier. Grünes Fleisch. Vorsicht. Da ist schon wieder ein. Weg. Oder auch nicht. Ich stehe hier oben bei deinen Sachen. Da ist er wieder. Da, das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Wie geil. Ich muss runter. Den schaue ich mir an, nicht töten. Hi Schwein. Vorsicht, hinter dir. Ist denn hinter mir? Da ist doch nichts. Da ist ein Creeper. Das ist unglaublich. Guck, Corinna jetzt gerade auch zu, oder was? Ja, Corinna wollte diesen Schwein, diesen Creeper-Schwein sehen. Hat sie was bekommen? Oh nee, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich töte dir nochmal, was da Hallo. Liegt. Hey! Hallo! Bleib hier! Out. Ja, der lässt vermutlich ganz normal Schweinefleisch fallen. Nee. Pokepower! Also auch Schießpulver, aber in Pink. Schweinepulver. Ich finde irgendwie nichts. Du findest nichts. Ja, ich hab gar nichts gefunden. Pokepower. Ja, das ist pinkes Schießpulver. Ich gehe mal von aus, ist genau das gleiche. Ich probiere gleich mal das grüne Fleisch, bevor ich lieber meine Sachen wegpacke. Ja, aber ich glaube, da passiert nichts, schätze ich mal. Es sei denn, du springst unser Haus gleich in die Luft. Autsch. Nee, würde ich mal lieber meine Sachen dann wegpacken. Katja wurde vom Schwein in die Luft gejagt. Geil. Es ist Ehre. Habt ihr den? Kam die so schnell nicht weg? Ich hatte nämlich zwei Stück hintereinander. Muss unser Gebiet hier reparieren hier. Geht auch nicht. Loch. Ich habe auch kurz eine Kiste für mich platziert, damit ich jetzt meine ganzen Sachen weiß. Ich werde nur sicher gehen, dass ich ja nicht gleich.
Aua, wieso bin ich jetzt explodiert? Schwein. Ich habe ihn doch gar nicht gesehen. Ja. Das ist unglaublich, die kommen einfach von allen Ecken und Kanten, glaube ich. Da müssen wir aufpassen. Ich habe weit genug, ey. Brauch auf Dauer keinen Spaß. Nichts gefunden? Mehr. Gott, das ist das Problem, weil man nicht weiß, wie die Höhle aussieht. Ich habe gebuddelt und gebuddelt, ey. Ja, und die nächstbeste Höhle. Ich gehe mal von aus, einfach eine Höhle suchen. Mann, geh weg, ja, deswegen, deswegen gehe ich jetzt rumspazieren und suche mir da eine Höhle. Oh. Das Haus. Samantha, mach meine ganze Dinger kaputt! Was denn? Bist du explodiert, Mausi, durch das Fleisch essen? Nee. Was dann? Ein Ach du Scheiße. Genau vor unserer Haustür. Was ist das? Was? Was ich hab. Warte, was hast du? Ja, ich hab was. Was ist das, was ich hier hab? Ja, was denn? Ich hab was. Ich hab eine Glühbirne. Glühbirne? Warum gibt es Glühbirnen? Manchmal verstehe ich die Mutter nicht, weil irgendwie kriegt man immer andere Sachen. Kommt da wieder raus? Kannst du hier platzieren, die Glühbirne? Hab ich gerade versucht, aber... Hier ist irgendwie nichts. Ein Creeper ist in unser Haus! Ach du Scheiße. In unser Haus? Auf unser Haus! Scheiße. Aber irgendwie sieht das auch süß aus. Das ist eine schöne kleine Base, oder? Ich muss Nahrung verlieren. Ja, weil ich das Fleisch mal probieren wollte. Ja. Dann gehen wir in der Mine rein, bevor das Essen twist, ne? So ein Stück. Nicht im Haus. Ich bin jetzt mal weit weggegangen vom Haus. Also nicht so weit weg, aber... Oh, du wärst nur als Gedings, Mann, wie heißt das? Übelkeit. Übelkeit. Die ist übel jetzt durch das Fleisch? Ja. Samantha sieht alles verschwommen. Nee, echt? Das macht aber das normale Gammelfleisch nicht, ne? Nein. Kannst du es braten, Süße? Was ist das? Was ist das? Ist eine goldene, leuchtende Panko. Ja, was kann man damit machen? Nein. Ich kann es nicht braten. Also das Fleisch kann man nicht braten, das ist jetzt nur hier so da für als Übelkeit, okay. Sehr interessant. Ich mitgekriegt. Warum hab ich nicht mitgekriegt? Was? Leuchtende Ranke. Ja, die gibt es. Ja, aber ich hab die nicht eingesammelt. Ja, die hab ich nicht. Ich auch gar nicht mit. So. Und eine Schere. Also nur damit du auch unter anderem Licht hast da drin. Okay. Verdammt. Das ist cool. Das ist kein Licht, das war Pillepalle. Ich flick mal gerade und unser ganzes Örtchen sieht schon voll geflickt aus und so. Ja, Steinboden hinmachen. Also ja, das Fleisch nicht essen. Nee, das glaube ich auch. So, hier ist so ein Händler. Von 3 Smaragde kriegen wir entweder Pflanzen, also solche komischen Dinger hier. Schnecken können wir kriegen. Was ist das denn hier? Ein Kugelfisch im Eimer. Brauchen wir auch nicht. Braucht man nicht, okay? Das ist im Prinzip nur, dass du dir ein Becken bauen kannst und dann setzt du deinen Kugelfisch rein. Sehr schön. Wenn man sowas braucht. So Deko-Zwecken. Dafür geben wir aber keine 5 Smaragde aus. Brauchen wir nicht.
Und so eine Muschel. Seht ihr? Hab ich Händler gefunden? Nein, das, ja, dieser laufende Händler hier. Achso. Und Kugelfischeimer brauchen wir alles nicht. Dieser Händler nee. Ist einfach nur der ein anderer Smaragd. Smaragd. Geier. Ja. Richtig. Bildmodus auf Standard geändert. Hm? Hast du das gemacht? Nein. Die Fernbedienung liegt bei dir da drüben. Okay, das ist das, was du meinst, oder was? Ja. Ja, irgendwann fängt er auf einmal an, sich umzustellen. Okay, da kann ich doch machen, dann machen wir dynamisch aus. Was hältst du davon? Oder Automatik? Also ja, Automatik muss dann aus. Ich gehe mal von aus, du warst in einem dunklen Bereich, wo er sich anders eingestellt hat. Ja. Bin ich auch. Ich gehe in eine Höhle. Nee, dann mache ich Automatik aus. Das obwohl, muss ja nicht sein. In der Höhle ist es gar nicht mehr so verkehrt. Ja. Ja, auf Standard ist es ja gemacht. Was bringt ihr Standard? Eigentlich müsste ich. Naja, gut, du weißt ja nicht, was Standard heißt. Aus, ich bin jetzt hier auch in so einer Höhle, aber das ist das hier alles nicht, ne? Nee. Dann werde ich auch ganz schön viel Eisen mit. Ich darf nicht sterben. Geh lieber einmal zurück. Ich bin noch in so einer Höhle drin. Ich gehe jetzt mal zum Fuß gucken. Wird schon wieder dunkel? Nein, da wieder rein. Da ist ein Creeper-Schwein schon wieder. Ich lieber einmal zurück und dann geht er wieder rein. Nee, ich finde die Höhle nicht wieder so schnell. Die macht alles kaputt. Okay. Nee. Finde ich nicht wieder. Wieso nicht? Sag mal, weil ich nicht mal weiß, wo unser Zuhause ist. Ja, dann aber raus, zurück, ne? Wenn du zu viel Eisen hast. Ich habe keine Eisenspitzhacke mehr. Ja, mach ich so. Ach, du bist bei so einer Höhle. In der Mine bei einer Höhle. Der Mond ist aufgegangen. Ja, dann muss ich gucken, wie ich hier hochkomme. Muss ich mich hochbuddeln. Ich hab deinen Namen gar nicht. Nee, ich bin weit weg. So, entweder komme ich jetzt raus, bleib hier stehen, warte bis es hell wird, nicht dass wie so ein Creeper-Schwein gleich abmockst. Was hältst du davon, Maus? Ja. Weil ich hab wirklich hier, ich hab 64 Eisen mit. Das ist doch sehr gut, dann kann ich mir schon mal eine Spitzhacke weiter aufbauen ohne schlechtes Gewissen. Das kannst du wohl locker machen, aber dann bleibe ich hier kurz stehen jetzt. So. Und dann müssen wir das nächstes Mal machen, weil das ja die letzte Runde ist. So, 14. Habe ich wieder eine Spitzhacke, schön. Freue mich drauf. Mein 7 Days hat auch ganz schön viel nachgelassen jetzt, ne? Ja. Mein Days, mein Mais. Ja, aber das ist eigentlich immer so. Ja, warum ist das so? Was jetzt interessant war, und jetzt kriegst du ja natürlich noch Klicks, aber keine 10.000 mehr auf einmal. Nee, das ist normal. Ich bin doch runtergegangen. Ich hab doch Abzüge bekommen. Ich war über 400. Achso, und jetzt hast du? 370. Ja. Kann auch sein, dass du noch nicht angezeigt worden bist. Ich war doch vorhin gucken. Ja, manchmal zeigt dir das noch nicht komplett an, was du da hast. Auf YouTube hatte ich das aber über 350 oder über 450. Das schon mal gesehen. Da hab ich gedacht, boah, nicht schlecht. Aber heute gucke ich, hä? Muss mal gucken. Wird beschissen, werde ich. Ja, ich kann da in die Statistiken einfach mal ganz kurz reingucken. Dieser Supermeister, der hat 376, ja, dann waren sehr viele, wie soll ich sagen? Toll, ne? Spamos, ja, den kannst du ja vermutlich noch weiter runter eiern. Ist das wieder so ein wunderschönes Video, was nicht funktioniert. Also doch nicht, wie du dachtest. Hätte eher sein können, dass der Supermeister vielleicht tatsächlich was gebracht hätte. Was? Leuchtet das Haus jetzt? Eine Fackel haben wir im Haus. Oh, geil. Wir haben Licht. Wir haben Licht. Ist das nicht geil? Das ist schon mal schön. Creeper-Sicherheit. Vielleicht hier vor dem Eingang auch noch eine, wenn du hast. Ich habe jetzt keine. Ich muss ja jetzt welche bauen. Jetzt, oh, hier hat auch noch mal 8 Eisen gebrannt.
Schön. So, wo wolltest du haben? Ich dachte, hier können wir vielleicht noch ein paar Kisten aufbauen. Ja, hier, bei diesem unter Ein- und Ausgang hier. So, ich bin jetzt schon mal raus, ja? Ja. Ja, ja, wir sind die letzte Runde und ich bleib hier stehen, weil ich muss das dann nach Hause bringen, wenn wir das nächste Mal spielen. Bis dann. So, ich dachte... Oh, eine Spinne ist draußen noch vor der Tür? Hier hinten kann man ja auch schön noch ein paar Kisten stapeln. Ja, sollte man vielleicht früher oder später machen. Guck mal, haben wir sogar einen größeren Einwand. Ja. Gut, dann werde ich auch hiermit das Video beenden. Der Tag beendet bald und ich bin ja gespannt, wie Tag, das ist glaube ich 8, Tag 9 ausfallen wird. Auf jeden Fall ist immer mehr Action dazwischen und da drinnen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, immer dran denken, Leute. Ne? Wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Und